Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Case Einzelkorn Sämaschine euch heute hier vorstellen. Ja, es handelt sich um die Case 950 Click Kohl. Hoffentlich habe ich hier euch ausgesprochen. Ja, das ist ein interessantes Stück hier. Leider ist nur für PC hier verfügbar. Das Ganze kostet hier 45.000 Euro an Anschaffung und Miete sind wir dabei 2.295. Wir haben hier einen Saatgutspeicher von 1.100 Liter, 10 Tonnen wiegt das Ganze und benötigt eine Leistung von 120 PS, entsprechend 88 kW, 9 Meter ist hier die Arbeitsbreite und 11 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit. So sieht es jetzt einmal hier auf Standard aus. Dann können wir uns noch ein Fass hinzufügen. Dann haben wir hier 4100 Liter oder hier so das Design her. Dann haben wir auch 4100 Liter oder hinten mit zwei große Fässer daher. Da haben wir 5100 Liter Ladevolumen, das Ganze. Ja, oder natürlich wieder hier Standard. Ich finde es schon mal sehr interessant, das Ganze. Ich habe es schon mal gekauft. Ja, und für euch mal hier auch, so wie sieht das aus hier mit der Verschmutzung und den Verschleiß, das Ganze. Und natürlich hier sieht das dann so her aus, also nagelneu aus dem Ei gepellt. Ja, und da habe ich mir gedacht, da holen wir uns mal die ganzen Varianten mal her und schauen uns das mal an. Finde ich, sieht hier schon mal hier ganz sehr interessant aus. Aber ich muss wirklich sagen, optisch her sagt mir hier diese Drille eher zu. Wir nehmen jetzt hier unseren Trecker natürlich und fahren dann zum Feld hin. Hoffentlich ist das auch für uns vorbereitet, dass wir hier arbeiten können, weil ja die Drille ja keine Direktsaat hat. So, bin ich mal gespannt. So, sehen wir jetzt hier, haben wir hier 4100 Liter, einmal 3000 und einmal 1100. Ja, der Mod, soweit ich gelesen habe, ist aus dem 19er ursprünglich. So. Klappen wir mal das Ganze natürlich auch gleich aus. So, sehen wir jetzt hier. Unsere Angestellten sind hier nicht zuverlässig, wie wir hier sehen. Also das Feld wurde leider hier noch nicht gekruppert. Das müssen wir jetzt gleich noch machen. So, sind wir jetzt hier alles pipi fein, sogar hier gegült worden, extra für uns, ja. Also, wir haben jetzt hier Corner Mice mal eingestellt, schauen wir mal. Wir müssen noch ein bisschen rüber, wir sind mittig, da macht unser Helfer wieder irgendwelche Faxen, würde ich mal sagen. So. So dürfte es dann passen. Schauen wir gleich hier unseren Helfer mal an, was unser Helfer natürlich hier macht. Sound hier klingt schon mal interessant. Ja, Partikelsystem, wenn man sie ploppt ab und zu mal so schön auf. Die Räder gehen hier von der Drille, wie wir sehen, an der Seite ein bisschen in den Boden rein. Schauen wir mal hier, ob es das vergeht. Ja, da auch etwas. Aber solange die ganze Drille so nicht verschwindet, geht es ja eigentlich, würde ich mal sagen.
Also der Sound von der Drille ist schon sehr interessant. Aber eins, was ich nicht so ganz verstehe, warum der ist so extrem weit hinten. Okay, man macht ja noch halt zum Schluss einen, also zu ein Schlussgewende, normalerweise beim Einsehen. Jetzt würde ich mal sagen, halten wir mal an. Schauen wir mal, ob hier natürlich hier Spurreisen. Schauen wir mal, ob die hier funktionieren. Ne, es sieht hier mal nicht da zu sehen, wie wir hier sehen. Okay, für was hat er denn die oben? Mal schauen, vielleicht nochmal einsteigen. Nö. Also Spurreisen, wie wir sehen, kommen hier nicht. Aber wenn wir hier sehen, unsere Blinker hier, die scheinen schon mal zu funktionieren. Bremslicht hat, hat er nicht, wie wir hier sehen. Ich würde mal sagen, wir klappen das Ganze mal nochmal zusammen und schauen nochmal her. Die Animation, finde ich, ist ganz gut gemacht, muss man sagen. Aber das finde ich irgendwie komisch, dass die also Herr Licht so noch nicht hat. Versteht ihr, was ich meine? Also Bremslicht hat sie nicht. Okay, wir haben die Tafel dafür da. Okay. Das lässt sich ja nun mal logisch erklären, aber das halt, wie soll man sagen, dass die kein Licht hat für die Nacht. Naja. Vielleicht auch wegen der Tafel. Jetzt schauen wir uns noch die Lok an. Was sagt unsere Lok hier? Also fehlerfrei, fehlerfrei, fehlerfrei. Schauen wir nochmal hier so her. Bin ich noch zu weit oben gewesen? Aber so sehen wir es. Hier ist fehlerfrei. Tolles Stück, muss man wirklich sagen. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich würde ich mich freuen, natürlich, wenn ihr wieder reinschaut und natürlich einen Daumen nach oben da lasst. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.